Jedes Mal, wenn ich in den Süden des Libanon fahre, wo ich herkomme, sehe ich die Flaggen der Hisbollah und die Gesichter der im Krieg gegen Israel gefallenen Kämpfer. Sie erwecken in mir immer das Gefühl einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe. Diese Angst vor einem großen Krieg vertrieb 100.000 Menschen aus den Dörfern nahe Israel. 30 Autominuten von der Grenze entfernt fanden 60 Familien Zuflucht in diesem alten, verlassenen Hotel. Das wirkt wie aus einem B-Movie, das Montana. An der alten Rezeption übernahm Mahmoud Raslan das Büro des Direktors. Jeden Tag verfolgt der Vertriebene die Kämpfe zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee. Schockiert von den Angriffen auf die Kommunikationssysteme der Hisbollah mit fast 40 Toten und 3000 Verletzten. Und voller Wut angesichts der Bilder von den Bomben auf sein Dorf. Das da ist mein Dorf. Und hier, was der Feind Israel daraus gemacht hat. Das ist die Hauptstraße. Wie Sie sehen, alles zerstört. Sie haben die Läden, die Häuser zerstört. Die glauben, sie jagen uns damit Angst ein, damit wir unsere Dörfer verlassen. Sie können das so oft versuchen, wie sie wollen. Das schaffen sie nie. Dieser Krieg dauert seit Oktober 2023. Ein seltsamer Krieg, den niemand erklärte und dessen Ende niemand voraussehen kann. Das ist der Lärm israelischer Jagdflugzeuge. Es sind immer zwei Flugzeuge gleichzeitig. Was ist das? Nichts, nur die Schallmauer. An diesem Tag traf die israelische Luftwaffe vor allem das Dorf von Nayes. Etwa 30 Kilometer vom Hotel entfernt, an der Demarkationslinie, liegt Kafr Kila. Wie ihre Schulfreundinnen ist das Mädchen von den ersten Monaten der Bombenangriffe traumatisiert. Letztes Jahr, im Dezember, fand sie hier Zuflucht. Das war sehr gefährlich. Da flogen die Raketen auf die Häuser, als wir noch im Dorf waren. Wir haben den Rauch gesehen. Ich habe gebetet, dass die Kämpfe aufhören. Unser Haus wurde zerstört. Das da ist eine Rakete und das ein Panzer. Und hier eine Bombe und eine Rakete. Hier eine Rakete und eine israelische Drohne. Ich habe mein Haus gezeichnet und hier stehe ich, am Baum. Und ich habe auch die libanesische Flagge gezeichnet, hier und dort. Die Tür war aufgebrochen und wir, unser Haus, das wurde zerstört. Also ich, wie soll ich ohne mein Haus leben? Es wurde zerstört. Und wenn ich zurück ins Dorf komme, kann ich dort nicht mehr leben. Für diese kleinen Libanesen ist es der erste Krieg. 1982, beim Einmarsch Israels, war ich ungefähr so alt wie Sie. Ich habe ein Bruchstück einer israelischen Streubombe aufgehoben. Die Splitter habe ich noch heute im Körper. Man könnte sagen, das ist ein libanesischer Fluch. Schon in jungen Jahren werden wir zu Militärexperten. Die Phosphorbomben werden von der Artillerie verschossen. Wenn sie eine bestimmte Höhe erreichen, explodieren sie in der Luft. Die Schallmauer, das ist eine ganz laute Explosion. Dann noch ein Flugzeug und eine zweite Explosion. Aber bei einem Luftschlag macht das so. Und dann explodiert das, auf einmal. Eines Tages haben wir eine Rakete der Hisbollah gesehen, wie sie auf ein israelisches Jagdflugzeug zuflog. Das hat thermische Ballons abgesetzt und die Rakete abgelenkt. Die Kinder wissen es noch nicht, aber diese Bilder drohen sie ihr Leben lang zu verfolgen. Manchmal kommt es mir vor, als habe der Krieg niemals aufgehört. Nach dem Einmarsch Israels kamen die Besatzung und der sogenannte Befreiungskrieg der Hisbollah. Die letzte große Schlacht war im Sommer 2006. Über die habe ich als Journalist berichtet.
Ich habe eine behinderte Tochter. Ich habe ihr Kleider geholt. Schon damals fanden die Vertriebenen Zuflucht in von Touristen verlassenen Hotels. Heute wiederholt sich die Geschichte. Und das Hotel Montana wird zu einem Symbol für den ganzen Libanon. Das Land könnte wohlhabend sein, glücklich oder ganz einfach nur normal, wird aber von den ständigen Spannungen im Nahen Osten fast zerrissen. Was für ein Leben, in dem Menschen bereit sind, für einen Kühlschrank zu sterben. Vorsicht! Ich sehe nichts. Vorsichtig! Die Dorfbewohner haben ihn aus einem Haus nahe der israelischen Grenze geholt. Diese alte Dame bereitet sich auf einen zweiten Winter in diesem Zimmer im Hotelkeller vor. Vor einigen Tagen holte eine andere Gruppe auch einen Kühlschrank. Die israelische Drohne nahm sie ins Visier. Sie beluden ihren Transporter, als die Drohne schoss. Wir fühlten uns bedroht, bis wir da wieder raus waren. Ein hohes Risiko für Kleinigkeiten. Mit jedem Monat wird das Montana immer mehr zu einem Hotel der verlorenen Zeit. Und die bemisst sich in den Schuljahren für Kinder. Ohne große Absprachen untereinander organisieren die NGOs immer mal wieder Workshops. Heute Morgen bietet das Rote Kreuz Libanon 45 Minuten lang Spiele an, bei denen man lernt, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Doch während für alle libanesischen Schüler das neue Schuljahr beginnt, ist für diese kleinen Vertriebenen nichts geplant. Man bräuchte Gruppen für die Kleinen auf der einen Seite und die Großen auf der anderen, weil die Großen reifer sind. Wir spielen nicht mit den Kleinen. Genau. Manchmal wählt man Gruppen nach dem Alter der Kinder. Aber gibt es kein Spiel für uns alle? In diesen Tagen hätte Narjes wieder zur Schule gehen sollen, in die 5. Klasse. Doch sie fürchtet, dass ihr wie im letzten Jahr pro Tag nur eine Stunde Unterricht bleibt, am Handy, alleine in ihrem Zimmer. Um die Zeit totzuschlagen, schreibt sie mit ihrer Mutter Gedichte. Natürlich über den Krieg und die Langeweile. Ist sie in unseren verlassenen Häusern geblieben? Du musst den Akzent setzen. Und hier auf dem Wort Albtraum auch einen Akzent. Die Zukunft meiner Kinder macht mir Sorgen. Wenn das so weitergeht, können wir ihre Zukunft abhaken. Für mich ist das wie ein Rückfall in frühere Zeiten, als ein Mädchen, das aufwächst, nur heiraten kann und bei ihrem Ehemann hängen bleibt. Kein Abschluss, kein Job, keine Sicherheit, nichts. Selbst die Jungs werden von irgendwelchen Hilfsjobs leben. Wenn meine Kinder nichts lernen, wird ihre Zukunft zerstört. Das ist für alle vertriebenen Kinder so, nicht nur für meine. Manchmal, wenn ich gegen 14 Uhr runtergehe und mir was zu essen hole, sehe ich Kinder in den Schulbussen heimkommen. Das tut mir weh. Ich wäre gerne an ihrer Stelle. Meine Eltern haben den Krieg erlebt. Dann ich, dann meine Kinder und sicher auch ihre Kinder nach ihnen. Der Libanon ist verflucht. Man müsste das Wort Libanon durch Krieg ersetzen. Oder eher Kriege im Plural. Im Montana warten die einen auf das Ende des Krieges. Andere hingegen darauf, ihn zu führen. Ali Akil sagt das ganz offen. Der Hisbollah-Sympathisant träumt davon, gegen Israel zu kämpfen. Um sich auf den Kampf vorzubereiten, geht der ehemalige Schüler einer französischsprachigen Schule jeden Tag in den Kraftraum des Dorfes, einige hundert Meter vom Hotel entfernt. Assalamu alaikum. Hallo. Abu Ahmed.
Hallo Ahmed, alles klar? Kein Techno zum Trainieren, sondern schiitische geistliche Gesänge. Das legen wir auf. Das ist unsere Musik. Das ist nicht wie andere Musik. Das gibt uns beim Training Motivation. Im Namen der religiösen Führer des Schiismus rufen die Worte zum Bündnis mit dem Iran auf und zum Marsch auf Jerusalem. Eine Passage handelt sogar vom Krieg gegen Israel. Auch das ist ein Teil unseres Glaubens, dass wir immer gegen das Böse, also jetzt Israel, kämpfen müssen. Auf Arabisch bedeutet Hisbollah Partei Gottes. Ihr bewaffneter Arm gilt in Europa und den USA als Terrororganisation, im Südlibanon hingegen als Widerstandsbewegung. Gerne wäre Ali an der Grenze geblieben und hätte gekämpft. Doch er sagt, die Kommandanten meinten, seine Stunde sei noch nicht gekommen. Alle Welt weiß, dass der Widerstand nicht all seine Kämpfer an die Front geschickt hat. Da gibt es die Reserve und die Reserve der Reserve. Wenn mir einer sagt, ich soll in den Krieg ziehen, dann werde ich niemals zögern. Wir kämpfen für eine gerechte Sache. Leider hatte ich bis jetzt noch nicht das Glück, dabei zu sein. Aber ich hoffe, ich kann mal zeigen, was man tun kann. Ali erzählt, er sei früher einmal ein verlorener Jugendlicher gewesen. Ein Kleinkrimineller, der Alkohol trank. Aber alles ändert sich, als er Führungskader der Hisbollah trifft. Seine Ausbildung sind religiöse und ideologische Lektionen, sowie Sport. Ich will erst mal klarstellen, dass das US-Produkte sind. Sonst stammten die immer aus dem Iran. Aber mit dem Krieg und all dem muss ich US-Produkte verwenden. Denn aus dem Iran kommt außer Medikamenten nichts hierher. Ein Messlöffel Kreatin. So, und 5-6 Pillen Aminosäure. Im Dorf habe ich Männer aus dem Widerstand kennengelernt. Und sie sind über 2 oder 3 Jahre bei mir geblieben und haben mit mir gearbeitet. Sie haben mir geholfen, mich zu ändern, haben mich wieder näher zu Gott gebracht. Ich habe wieder angefangen zu beten. Früher habe ich nicht gebetet. Und wann immer die mich darum bitten, ich bin bereit, alles zu tun und auch den Weg des Widerstands zu beschreiten. Wenn die mir sagen würden, du musst losziehen, etwas sprengen, mich selbst in die Luft jagen und sterben, das ist mir egal. Ich bin ein Märtyrer. Im Hotel zeigt Ali als einziger offen seine Unterstützung für die Hisbollah. Die meisten Vertriebenen halten sich zurück und kommentieren die Kriegsführung der bewaffneten Truppe nicht. Dafür hegen alle Bewohner dort einen tiefen Groll gegen Israel. Ein Land, unter dessen Besatzung sie gelebt haben. Dort drüben liegt mein Dorf, Adaisi, in der Richtung da. Von 1982 bis 2000 kontrollierte Israel gut 10% des Libanon. Also lebten die Älteren, wie Mahmoud Raslan, 18 Jahre unter israelischer Besatzung, unter jahrelanger täglicher Kontrolle. Wir lebten in einem Gefängnis, einem großen Gefängnis, aber am Ende doch einem Gefängnis. Wir waren ihnen ausgeliefert. Und als Libanese, wenn du im Libanon in eine bestimmte Region reisen wolltest, hat dich bei deiner Rückkehr einer verhört, wo du warst.
2000 kam die Befreiung und 2006 wurden wir vertrieben. Alle 10 Jahre, entweder ein Krieg oder Explosionen. Wir haben immer so gelebt und das geht weiter. Der arbeitslose Automechaniker hält das alte Betongerippe des Hotels Montana am Laufen. Im Libanon liefert der Staat auch zu normalen Zeiten seinen Bürgern weder Strom noch fließend Wasser. Alles funktioniert an diesem verlassenen Ort seit Jahren nur durch Improvisation und Verhandlungsgeschick. Bring so viel Wasser, wie du kannst. 3 oder 4 Lieferungen, so viel du kannst. Vielen Dank und viel Glück. Den Generator hat ein Unternehmer aus der Region gestiftet. Das Öl, um ihn 5 Stunden am Tag zu betreiben, zahlt Norwegen. Hier unser Generator. Der Motor hat nicht genug Öl. Der verbraucht etwas zu viel Sprit, weil er alt und klapprig ist. Er versorgt nur die oberen Zimmer. Die unteren hängen am öffentlichen Stromnetz, doch seit 20 Tagen kriegen die keinen Strom. Seit 20 Tagen haben wir nichts gekriegt. Für Wasser pendelt dieser alte Traktor hin und her und befüllt die Tanks. Auch diese Lieferungen zahlen Hilfsorganisationen. Doch nach bald einem Jahr Krieg fürchtet Mahmoud, die Spender könnten das Interesse an ihrem Schicksal verlieren und dass der libanesische Staat sie dann hängen lässt. Unser Staat ist gescheitert und er hat uns bislang noch nie geholfen, mit nichts. Und unsere Regierung hat noch immer keinen Kriegszustand ausgerufen. Sie fühlt sich für uns nicht verantwortlich. Im Südlibanon hat die Hisbollah den libanesischen Staat faktisch ersetzt. Als einzige leistet die Organisation Finanzhilfe. Jede vertriebenen Familie erhält 180 Euro. Geld, das schnell ausgegeben ist. Diese Bauern dürfen ihr Land nicht mehr betreten. Und in dieser armen Region ist es unmöglich, Arbeit zu finden. Wie viel kostet das Kilo Pflaumen? 80.000? Wie Manahel Ramal haben alle ihre wenigen Ersparnisse in der libanesischen Finanzkrise verloren. Seit 5 Jahren sind die Bankkonten eingefroren und die lokale Währung hat bis zu 98% ihres Wertes verloren. Hier für Sie. Danke. Ich hatte Geld auf der Bank, habe abgehoben, so viel ich konnte und alles ausgegeben. Wir geben Geld aus, verdienen aber nichts. Ja, man muss doch essen und trinken. Aber wir haben nichts mehr. Was sollen wir tun? Früher konnten wir davon Land kaufen. Heute ist das nichts mehr wert. Das ist nur noch Papier. Meine Ware hier ist mehr wert als das Bündel Papier da. Heute kriegen Sie dafür nur 2 Tomaten. Sicher, wir haben kein Einkommen, aber wir müssen unseren Kindern doch was geben. Die haben den Krieg nie erlebt. Es ist hart, ihnen alles vorzuenthalten, ihnen sagen zu müssen, es ist Krieg und ihr Vater hat keine Arbeit. Alle Frauen haben es uns gesagt, Manahel noch mehr als die anderen. Diese Vertreibung ist die schlimmste, weil sie am längsten weit weg von zu Hause sind. Schon 3 Kinder wurden seit Beginn ihres Exils im Hotel geboren. Er kam zur Welt und die Kämpfe gehen weiter. Sicher hat er den Tag verflucht, an dem er geboren ist. Die neue Militärtechnik Israels, Kampfdrohnen und Luftbodenraketen, zwingen die Zivilisten zur Flucht, solange die Angriffe andauern. 2006 waren es nur 33 Tage. Die wollten das schnell zu Ende bringen. Der Krieg war eine direkte Konfrontation. Heute ist das anders. Sie setzen auf ausgefeiltere Taktiken. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel.
Wenn wir in den früheren Kriegen runter in die Schutzräume gingen, fühlten wir uns sicher. Aber dieses Mal, wenn einer in den Keller flüchtet, stirbt er in den Trümmern. Und wenn die Kämpfe vorbei sind? Unsere Häuser sind dann unbewohnbar. Die Vertriebenen wissen, dass man eine Dekontaminierungszeit mit einrechnen muss. Israels Phosphorbomben mit ihren giftigen Dämpfen verzögern die Rückkehr zur Arbeit auf die Felder. Seit Beginn des Konfliktes zwischen Israel und Palästina im Jahr 1948 kommt es Manahel vor, als bezahle sie für Kriege, die nicht die ihren sind und auch nicht die ihrer Kinder. Heute erhält die Witwe Besuch von einem ihrer Söhne. Er arbeitet in Beirut und versucht, ins Ausland zu kommen. Ihre Tochter hat mit ihrem Verlobten schon ihre Ausreise in die USA organisiert. Das ist bei mir zu Hause. Manahel hofft, dass ihr Haus bei ihrer Rückkehr nicht stärker beschädigt ist als auf diesem Video, dem letzten, das sie gefilmt hat. Schaut mal die Scheiben, alle kaputt. Ich habe dieses Haus mit eigenen Händen gebaut, mit der Hilfe meiner Kinder. Wir, die Grenzdörfer, zahlen seit 1948 den Preis. Ganz ehrlich, wir wünschten, wir wären nie in diesen Dörfern geboren. Wir können nicht mehr. Alle 4-5 Jahre müssen wir neu bauen. Die meisten wollen keine großen Häuser mehr bauen, nur noch kleine. Wenn mein Haus wieder in Trümmern liegt, lasse ich 2 Zimmer instand setzen. Eine Küche, ein Bad, fertig. Wenn man den jungen Libanesen heute die Immigration erleichtern würde, keiner bliebe da im Land. Kein Libanese in meinem Alter bliebe hier. Alle, die weg wollen, werden auch gehen. Viele beantragen Visa. Die Menschen wollen weg, ein neues Leben beginnen, weit weg von der Angst, der Furcht, vom Krieg. Das Land wird seine Jungen verlieren, die Alten werden sterben. Und man weiß nicht, ob die im Ausland geborenen Kinder wieder in den Libanon zurückkehren. Dieser Traurigkeit kann, wer ein Gefährt auftreibt, für einige Stunden entfliehen. Ans Ufer des Mittelmeers. Wie Ali, der hier gerne von Zeit zu Zeit trainiert. Der Strand bei der Stadt Tyr ist wie eine Karikatur des Libanon, das den Krieg gewohnt ist. So sehr, dass er ihn nicht mehr sieht. Denn die Front liegt nur wenige Kilometer entfernt. Wie ihr dort drüben seht, da steigt aus den Bergen ab und zu Rauch auf. Das ist natürlich ein Luftschlag, eine Explosion von einem Luftangriff des Feindes. Die Menschen hier am Strand in Tyr sind es gewohnt, dass aus den Bergen bei der Grenzregion Rauch aufsteigt. Das ist ganz nah, das ist ganz normal. Die Menschen leben einfach weiter. Sie machen Urlaub, kommen zum Strand, gehen einkaufen. Das nennen die ausländischen Journalisten die libanesische Zähigkeit. Ich würde eher sagen, die Libanesen tun, was sie können gegen die Widrigkeiten des Alltags. Und das mit viel Würde. Wie dieses Gericht, das Mahmoud Raslans Frau im Hotel zubereitet, von dem, was sie hat, in Erwartung besserer Tage. Wenn der Krieg heute Abend vorbei wäre, wir könnten nicht zurück nach Hause. Das braucht Zeit. Es gibt keine Straßen mehr, kein Wasser, keinen Strom, nichts mehr. Auch wir sind kaputt, die Arbeit eines ganzen Lebens zerstört. Das hat uns um Jahre zurückgeworfen. Wir werden Jahre brauchen, all das wieder aufzubauen. Mit jeder neuen Episode dieses Krieges ohne Namen rückt die Aussicht auf eine Rückkehr der Gestrandeten im Hotel Montana weiter in die Ferne. Libanons Zukunft verdunkelt sich.